Dankeschön fürs Feedback. Dann geht's jetzt tatsächlich los. Ich erkläre nochmal ganz kurz, was ist eine Marke, was bringt sie in ein, zwei Minuten, und dann steigen wir tatsächlich in dieses kleine Streitfältchen ein und exerzieren so ein kleines fiktives Problemchen durch. Ja, was ist überhaupt eine Marke? Manche geraten ja in einen Markenstreit, weil sie überhaupt nicht wissen, was eine Marke ist. Benutzen irgendein Logo, benutzen irgendeine Bezeichnung für ihr Einzelunternehmen, haben da auch nie eine Marke angemeldet und plötzlich sind sie in einem Markenstreit. Unjuristisch ist eine Marke die Summe von Vorstellungen der Menschen von dir, also bei einer Personenmarke, deiner Ware oder deiner Dienstleistung oder deinem Unternehmen. Also alles, was irgendwie eine Vorstellung ist, das kann eine Marke sein. Es gibt natürlich auch völlig unwirtschaftliche Marken, also außerhalb des Wirtschaftslebens, sondern ja, Personenmarke im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Familienkreis. Im juristischen Sinne ist eine Marke natürlich viel, viel enger definiert und da dient sie halt primär der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen verschiedener Unternehmen, also der Herkunft von Waren und Dienstleistungen. Also man muss zum Beispiel, Coca-Cola möchte natürlich, dass man weiß, Pepsi kommt aus einem anderen Betrieb und Coca-Cola ist wiederum auch von einem anderen Hersteller. Man muss nicht genau erkennen können, wer da dahinter steckt, welche Holding, welche Gesellschaft, aber es kommt eben aus einem anderen Betrieb. Das Gleiche natürlich hier mit der berühmten Marke Apple und Microsoft. Jeder will natürlich, dass man weiß, okay, das eine kommt aus einem anderen Betrieb wie das andere. Es gibt noch andere Funktionen der Marke, natürlich neben der Unterscheidung der Herkunft. Es gibt auch die Werbefunktion, Qualitätsfunktion, das sind auch sehr wichtige Funktionen, aber wie gesagt, die absolut primäre Funktion einer Marke ist, dass man halt weiß, okay, das stammt aus einem anderen Betrieb. Was bringt uns das Markenrecht eigentlich? Wozu brauche ich ein Recht? Wir haben ja schon gesagt, das Produkt oder ja, Ware oder Dienstleistung soll sich von anderen Produkten unterscheiden. Das Produkt soll für was stehen, für die Qualität, vielleicht für die Emotion. Und du willst vielleicht, dass nur du dein Produkt als etwas Bestimmtes bezeichnen können darfst. Was brauchen wir denn? Einen Schutz. Den Schutz, den kriegst du ja nicht einfach so, sondern den kriegst du nur, wenn der Gesetzgeber sagt, es gibt für Marken einen Schutz. Nur aufgrund des Gesetzes gibt es überhaupt einen Schutz für Marken. Das ist ja wie das Gleiche wie beim Eigentum. Ohne Rechtsordnung müsste man drum kämpfen, müsste man sich drum kloppen. Aber hier sagt halt unser Gesetzgeber, wer etwas erwirbt, der ist dann Eigentümer, also hat er dann ein Ausschlussrecht. Und so ist es bei Marken auch. Wie bekommen wir den Schutz für eine Marke? Wie funktioniert das? Eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit des Registereintrags und es gibt die Möglichkeit der bloßen Benutzung in Verbindung mit der Verkehrsgeltung. Der ganz häufige Weg ist der Registereintrag. Also ich melde eine Marke an beim zuständigen Markenamt und wenn das Markenamt mir die Marke bewilligt, also es keine absoluten Schutzhindernisse vorliegen, wie zum Beispiel vor allem die fehlende Unterscheidungskraft oder Irreführungstatbestände oder sowas, dann würde das Markenamt die Marke eintragen und mit dem Registereintrag habe ich dann das Recht erworben, das Ausschlussrecht. Und dann gibt es eben die andere Möglichkeit, Erwerb eines Markenrechts durch die bloße Benutzung und in Verbindung mit einer Verkehrsgeltung. Das gibt es zum Beispiel nicht in allen Rechtsordnungen, also bei der Unionsmarke erwirbt man nicht durch die bloße Benutzung ein Markenrecht, aber eben nach dem deutschen Markenrechtsgesetz schon. Ich würde mich aber darauf nicht gerne verlassen, denn man muss dann die bloße Benutzung natürlich nachweisen. Das ist nicht so einfach, wie wenn man einfach sagt, hier ist geschrieben, ich bin der Inhaber des Rechts laut Registerauszug. Und ich muss eben noch die Verkehrsgeltung nachweisen können. Und da ist es auch wieder schwierig, eine Verkehrsgeltung. Das bedeutet, dass die Marke so eine gewisse Bekanntheit auf dem Markt besitzt. Und da gibt es keine genau definierten Prozentzahlen. Manchmal hört man sowas von 20%, 25% unter den angesprochenen Verkehrskreisen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Convenience-Produkt habe, verpackte
verpackten Grillkäse zum Beispiel, der sich tatsächlich halt eigentlich an alle Menschen in Deutschland richtet, außer vielleicht kleine Kinder, dann muss das natürlich schon eine gewisse Bekanntheit haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, 25% aller Deutschen, das müsste man dann wirklich nachweisen durch ein demoskopisches Gutachten. Und das wird dann wirklich sehr, sehr lästig. Deswegen am besten nicht auf die bloße Benutzungsmarke verlassen, sondern wenn man ein Markenrecht erwerben will, dann am besten durch den Registereintrag. Es gibt dann noch Unternehmenskennzeichen. Das schützt dann die Kennzeichnung des Betriebs oder ja des Unternehmens als solchen. Das thematisieren wir heute aber nicht, weil heute geht es um den Schutz oder um die Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen. Was kann ich als Marke anmelden? Immer ein Zeichen. Also das Gesetz spricht immer von Zeichen und nennt uns Beispiele. Wortmarke, Bildmarke, dreidimensionale Marke, Farbmarke, Klangmarke, Positionsmarke. Es muss also in irgendeiner Weise darstellbar sein, objektiv darstellbar sein. Was es eben noch nicht im Moment gibt, ist zum Beispiel die Geruchsmarke, weil man halt noch nicht objektiv einen Geruch darstellen kann. Ein Geruch ist auch immer was von Menschen zu Menschen unterschiedlich wahrgenommen wird. Das kann man eben noch nicht objektiv darstellen. Aber ansonsten, ganz, ganz vieles kann man schon objektiv darstellen. Natürlich auch Klänge und ja, also man ist da sehr, es gibt Bewegungsmarken, also Animationen, es gibt bloße Worte. Kleines Beispiel, ganz einfach, Wortmarke wäre jetzt einfach das Wort Apple, die Bildmarke der Apfel. Eine Wortbildmarke, die man auch sehr häufig antrifft, ist dann halt die Kombination aus einem Wort wie Apple und diesem Apfel. Und dann, weil wir ja gesagt haben, die Marke schützt die Herkunft von Waren und Dienstleistungen, dann muss ich natürlich noch bei der Anmeldung angeben, welche Waren und Dienstleistungen eigentlich geschützt sein sollen. Und da gibt es dann eben eine Klassifizierung, 45 sogenannte NHTSA-Klassen, in denen alle erdenklichen Leistungen, die man sich wirklich vorstellen kann, eingeteilt sind. Zum Beispiel Getränke, Smartphones oder Dienstleistungen eines Übersetzers sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge und würden halt dann immer in unterschiedliche Klassen eingeteilt werden. Und die muss ich natürlich am Anfang angeben, weil sonst weiß ja das Markenamt gar nicht, für was soll eigentlich dieser Schutz bestehen. Genau, das habe ich schon gesagt. Es gibt eben 45 NHTSA-Klassen weltweit, in die halt alle erdenklichen Waren, aber auch Dienstleistungen eingeteilt sind. So, und jetzt haben wir mal so ein kleines Intro, was eigentlich Marken sind, und steigen in so ein kleines Streitfältchen ein. Ausgangssituation: Wir haben wir sind Hersteller oder wir importieren Sonnenbrillen und vertreiben die jetzt unter Icy Eyes und haben diese Marke angemeldet. Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass wir nicht gegen ältere Rechte verstoßen, sondern wir haben alles schön recherchiert und sind also Markeninhaber eingetragen für die Klasse 9 Brillen mit und ohne optische Wirkung, Sonnenbrillen, Brillengläser, also diese ganzen optischen Geräte. Wir haben also das Markenrecht erworben durch die Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt, und das Deutsche Patent- und Markenamt hat uns die Marke bewilligt. Jetzt entdecken wir was. Und das ist tatsächlich ein häufiger Fall. Das ist jetzt von mir halt so ein bisschen hinfingiert, aber genauso finden wir das im Internet immer wieder mal. Supersonnenbrillen.com ist unser Konkurrent, also vielleicht ein Startup, das auch Brillen vertreibt. So, und was sehen wir jetzt da drin? Hochwertige Sonnenbrillen. Wir sehen eine URL. Also das ist eine Google-Anzeige, genau, Google Ad. Und hier schreiben die Icy Eyes hin. Warum? Naja, um Menschen dazu zu bringen, wenn sie vielleicht nach dem Begriff Icy Eyes suchen, drauf zu klicken, um vielleicht auch SEO-technisch Vorteile zu bekommen. Also, sie benutzen doch irgendwie unser Zeichen. Also, finde den Fehler, wir haben ihn gefunden. Es ist unsere Marke, die in dieser fremden Google-Anzeige drin steckt. Wie gehen wir damit um? Was können wir tun? Wir schauen mal ins Gesetz. Das machen wir Juristen immer ganz gern. Paragraph 14 Markenrechts des Markengesetzes gibt uns die Ansprüche, die wir haben, wenn jemand unsere Marke benutzt.
Und ja, das sagt Absatz 2. Drittens ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr und so weiter in Bezug auf Waren und Dienstleistungen ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren und Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Also unser primäres Ziel ist doch jetzt erstmal, wir wollen diese Anzeige so nicht mehr haben. Der darf das nicht. Ja. Also wollen wir doch Unterlassung. Und da sagt uns eben Paragraph 14, wie das jetzt hier funktioniert. Prüfen wir mal die Voraussetzungen so stichpunktartig und schnell durch. Im geschäftlichen Verkehr für Waren ohne unsere Zustimmung, steht ja hier. Drittens ist untersagt, ohne Zustimmung im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen. Hier geht es um Waren. Okay, das ist schon mal erfüllt. Und dann heißt es noch, das nennen wir Doppelidentität, der Konkurrent benutzt ein identisches Zeichen für identische Waren. So steht es hier in diesem Paragraph 14 Absatz 2 Nummer 1. Ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Haben wir doch auch, weil das identische Zeichen Icy Eyes heißt, auch für Sonnenbrillen. Hochwertige Sonnenbrillen werden beworben. Die Benutzung einer Marke, die ist nicht nur dann erfüllt, wenn jemand auf eine Sonnenbrille Icy Eyes draufdruckt, sondern auch schon, wenn er sie bewirbt. Also haben wir hier auch eine Benutzung eines identischen Zeichens für identische Waren. Übrigens, diese Doppelidentität, also identisches Zeichen für identische Waren, die ist natürlich der schönste und einfachste Fall für mich als Markeninhaber, die Verletzung oder den Tatbestand der Verletzung zu erfüllen. Es gibt aber auch die Verwechslungsgefahr. Also wenn keine Doppelidentität vorliegt, dann genügt auch die Gefahr einer Verletzung. Das habe ich jetzt hier nicht ausdrücklich thematisiert. Verwechslungsgefahr hatte ich in einem anderen Webinar zum Thema Marken auch schon mal erklärt. Da genügt es zum Beispiel, wenn jemand ein ähnliches Zeichen nutzt für ähnliche Waren und Dienstleistungen. Und dann am Ende wird im Rahmen einer Gesamtabwägung abgewogen, liegt eine Verwechslungsgefahr jetzt vor. Ich erläutere es doch ganz kurz. Wenn ich jetzt Icy Eyes vielleicht mit A schreibe, A-Y-S-Y zum Beispiel, Icy Eyes, würde man genauso wahrscheinlich oder würde ein Teil der Menschen genauso aussprechen. Also hätte man eine klangliche Ähnlichkeit und dadurch eine Zeichenähnlichkeit. Und angenommen, hier würde jetzt nicht stehen hochwertige Sonnenbrillen, sondern hochwertige Sonnenbrillen-Etuis, dann hätte ich möglicherweise trotzdem auch eine wahre Nähe. Vielleicht sind sogar Etuis für Sonnenbrillen in einer anderen Klasse verortet als der Klasse 9. Aber wahrscheinlich sind sie sogar in der Klasse 9, weiß ich jetzt nicht auswendig. Wahrscheinlich sogar Zubehör für Sonnenbrillen. Aber weil aus Sicht eines Konsumenten häufig der Hersteller einer Brille oder der Anbieter einer Brille auch gleich das Etui dazu liefert, kommt es meistens aus dem gleichen Haus. Also hat man hier die Assoziation, aha, hochwertige Sonnenbrillen, Etuis, Icy Eyes, es ist sicherlich der gleiche wie der auch die Sonnenbrillen herstellt. Und damit hätte man dann eine Verwechslungsgefahr. Es muss also nicht zur Verwechslung kommen, sondern es genügt die Gefahr. Und also ich würde im Rahmen der Gesamtabwägung dann zu einer Verwechslungsgefahr kommen. Okay, aber hier machen wir es ein bisschen einfacher. Wir nehmen die Doppelidentität, identisches Zeichen, identische Waren. Für die Marke Schutz genießt. Ja, Klasse 9 Sonnenbrillen haben wir ja eingetragen und können das belegen. So, und jetzt spricht der Wortlaut des Gesetzes noch davon, dass wenn Wiederholungsgefahr vorliegt, dann kann ich den Nutzer auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Die Wiederholungsgefahr wird in der Regel bei einem erfolgten Verstoß indiziert. Wenn jemand den Verstoß noch gar nicht begangen hat, sondern nur sagt, ich werde jetzt da auf den Markt gehen und ich werde jetzt diese Google-Anzeige schalten, dann würde man von einem vorbeugenden Unterlassungsanspruch sprechen und dann hätte ich eine Erstbegehungsgefahr. Aber hier habe ich durch den Verstoß bereits die Wiederholungsgefahr. So, und dann habe ich eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt dafür, dass ich dann nach § 14 Markengesetz den Unterlassungsanspruch habe. Also Zwischenergebnis, Unterlassungsanspruch, ja. Wir können es also jetzt dem Konkurrenten verbieten, unsere Marke zu nutzen. Aber
Wie machen wir das jetzt? Wie setzen wir das Ganze jetzt eigentlich durch? Jetzt können wir es ihm zwar verbieten, aber wie machen wir das? Im Markenrecht ist man oft freundlicher als in anderen Rechtsgebieten, weil es ist oft ein nicht so emotionales Thema wie jetzt zum Beispiel das Familienrecht, das Sozialrecht oder so, sondern es geht ja eher um ein Produkt oder um was Abstraktes, um eine Kennzeichnung, nicht um den Menschen selbst meistens. Deswegen schlägt man häufig erstmal den freundlichen Weg ein. Ich kann also, bevor ich mich mit formellen und also außergerichtlichen und gerichtlichen Maßnahmen beschäftige, kann ich doch einfach mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und kann den Nutzer anrufen und sagen, du, mir ist aufgefallen, du hast hier in der Anzeige meine Marke drin, das geht nicht. Und wenn die Person dann sagt, okay, mache ich nicht mehr, könnte für dich dieser Streit vielleicht schon erledigt sein. Könnte. Häufiger ist es eigentlich so, dass man dann zumindest mal ein informelles Schreiben hinschickt, meistens in Gestalt einer sogenannten Berechtigungsanfrage. Eine Berechtigungsanfrage ist also noch keine Abmahnung, sondern es ist einfach ein Schreiben, in dem ich noch gar nicht sage, du, ich verlange jetzt Unterlassung, ich habe einen Anspruch auf Unterlassung gegen dich und den mache ich hiermit geltend, sondern ich sage, ich bin Markeninhaber, Icy Eyes für die Klasse 9, mir ist aufgefallen, du hast hier diese Google-Anzeige geschaltet und ich fühle mich da in meinen Rechten irgendwie verletzt. Lege mir doch dar, warum du glaubst, dass du in deiner Google-Anzeige Icy Eyes benutzen darfst. Und gleichzeitig gebe ich dir Gelegenheit, innerhalb der nächsten Woche diesen Verstoß zu beenden und eine mögliche Wiederholungsgefahr zu beenden, zu beseitigen. So, das wäre so eine Berechtigungsanfrage. Und wie kann dann der Gegner darauf reagieren? Je nachdem, wenn ich sage, du, wenn du die Anzeige löscht oder beseitigst, dann ist für mich das Ganze komplett erledigt. Dann würde es natürlich genügen, diese Person entfernt einfach das Zeichen Icy Eyes aus seiner Google-Anzeige. Wenn ich aber ein bisschen mehr will, dann sage ich, du hast jetzt hier Gelegenheit, eine mögliche Wiederholungsgefahr zu beseitigen. Was muss der Gegner tun? Er muss die Wiederholungsgefahr tatsächlich beseitigen. Die besteht ja weiterhin. Und dazu muss er eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgeben. Das steht zwar so im Gesetz nicht drin, aber die Rechtsprechung will es so. Das heißt, er muss schreiben, ich werde das künftig nicht tun. Also ich werde das Zeichen Icy Eyes nicht in zum Beispiel einer Google-Werbeanzeige zur Kennzeichnung von Sonnenbrillen nutzen. Aber das genügt jetzt noch nicht. Weil er könnte es ja trotzdem tun. Er könnte ja nur einfach, Papier ist ja geduldig, er könnte ja sagen, ja, ich mache das nicht. Wiederholungsgefahr ist beseitigt und dann kommt gleich wieder die nächste Google-Anzeige. Das wäre natürlich nicht gut. Deswegen erfordert die Rechtsprechung immer eine ernsthafte Unterlassungserklärung. Und ernsthaft ist sie dann, wenn sie mit einer Vertragsstrafe versehen ist. Also er muss sich auch verpflichten, dass wenn er gegen die Unterlassungsverpflichtung verstößt, er eine angemessene Vertragsstrafe zahlt. Da könnte er jetzt entweder eine bestimmte Summe einsetzen, zum Beispiel 5.100 Euro oder 8.000 Euro oder 5.000 Euro. Oder was häufiger praktiziert wird, dass man den sogenannten Hamburger Brauch wählt. Man sagt, ich verpflichte mich zur Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe, deren Höhe ich aber in das Ermessen des Anspruchstellers stelle. Also praktisch, ich könnte dann sagen, ich verlange von dir so und so viel 1.000 Euro. Gleichzeitig wäre dann aber so eine angemessene Vertragsstrafe, wenn sie in das Ermessen des Gläubigers gestellt wird, gerichtlich überprüfbar. Man könnte dann als Schuldner sagen, hey, du verlangst viel zu viel Vertragsstrafe jetzt in dem Einzelfall. Jetzt gehe ich zu Gericht und lass klären, ob das auch gerechtfertigt. Um eine Wiederholungsgefahr zu beseitigen, muss der Gegner eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgeben. Dann wäre aber die Sache eigentlich beendet. Also er muss natürlich muss er dann auch diese Anzeige beseitigen und dann wäre aber der Streit beigelegt. Für eine Berechtigungsanfrage kann ich dann auch keine Kosten verlangen und ja, das Ganze ist halt ein eher friedlicher Weg. Wenn der Konkurrent darauf nicht reagiert oder wenn ich gar keine Lust habe auf eine Berechtigungsanfrage, wenn ich also gleich mal ein bisschen mehr draufhauen will, dann komme ich in die eher formellere Stufe des außergerichtlichen Vorgehens, nämlich die Abmahnung. Ah, eins habe ich vergessen, genau. Natürlich der Grundsatz,
Ich könnte ja mir überlegen, ach, dann klage ich doch sofort. Das hat aber einen gewaltigen Nachteil. Normalerweise lautet ja die Reihenfolge immer erstmal außergerichtlich vorzugehen und dann gerichtlich. Warum? Wenn ich jemanden sofort verklage, könnte der Beklagte dann vor Gericht ein sofortiges Anerkenntnis erklären, weil er will es ja nicht unbedingt weiter nutzen. Und dann müsste ich die Kosten des Rechtsstreits tragen, wenn ich nicht vorher ihn in Anspruch genommen habe. Auch beim einstweiligen Verfügungsverfahren ist es so, da gibt es mittlerweile natürlich auch in der Rechtsprechung Schwierigkeiten, wenn ich nicht vorher abmahne und dem anderen Gelegenheit gebe, darauf zu reagieren, dann verletze ich möglicherweise mit dem Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung das rechtliche Gehör. Ist jetzt kompliziert für die mit Jura nichts zu tun haben. Deswegen, man merkt sich, man geht immer erstmal außergerichtlich normalerweise vor. Und da wäre immer die Abmahnung der nächste Schritt oder der letzte Schritt vor einem Gerichtsverfahren. Was ist eine Abmahnung? Den Begriff kennen wir ja auch im Bereich des Arbeitsrechts oder im Bereich des Mietrechts vielleicht, aber ganz häufig natürlich auch im gewerblichen Rechtsschutz, im Bereich Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Urheberrecht. Also die groben Basic-Voraussetzungen sind halt, ich muss die Rechtsverletzung erläutern, also ich muss sagen, du hast das und das gemacht und das verletzt mein Recht, also mein ausschließliches Recht an der Marke. Und deswegen verlange ich von dir Unterlassung, und zwar in Form einer strafverwehrten Unterlassungserklärung, um die Wiederholungsgefahr zu beseitigen. Ich setze dir dafür eine Frist bis zum so und so vielten. Und wenn du innerhalb der Frist meinen Anspruch nicht erfüllst, also nicht die Wiederholungsgefahr ausräumst, dann folgen rechtliche Konsequenzen. Also ich muss die rechtlichen Konsequenzen androhen. Und nur wenn diese Voraussetzungen auch erfüllt sind, habe ich eine wirksame Abmahnung. Es gibt noch weitere Voraussetzungen, die aber dann ins Detail gehen, die häufig zum Beispiel auch im Wettbewerbsrecht noch ein bisschen weitergehen als jetzt hier im Markenrecht. Aber das sind so die darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Dann gibt es natürlich noch die Thematik mit Vollmacht, braucht eine Abmahnung vom Anwalt eine Vollmacht, ja, nein und so. Aber das übersteigt heute so ein bisschen den Detailgrad. So, jetzt mache ich das. Also wir schreiben dem Ersteller dieser Google Ads an, dieser Google Anzeige, dass wir uns in unseren Rechten verletzt fühlen, fordern die Abgabe der strafverwehrten Unterlassungserklärung, setzen eine Frist, zum Beispiel 7. Juli, und dann drohen wir dafür rechtliche Konsequenzen an, wenn er das nicht tut. Auch hier kann der Verletzer, wie auch bei der Berechtigungsanfrage, den ganzen Streit deeskalieren, wenn er eine strafverwehrte Unterlassungserklärung abgibt. Also ich sage immer, er killt damit den Unterlassungsanspruch. Warum ist es total sinnvoll eigentlich, dass es solche Abmahnungen gibt? Weil viele sagen immer, ja, Abmahnanwälte und das Abmahngeschäft ist so böse. Wenn wir immer gleich klagen würden, dann wäre das für mich als Kläger natürlich ein Problem. Ich müsste ja immer sofort ein gerichtliches Verfahren anzetteln. Das ist aufwendig. Da gibt es dann vielleicht eine mündliche Verhandlung, muss dann an einen anderen Ort reisen. Und so durch eine Abmahnung hat man halt eigentlich den Vorteil, dass der Gegner den Streit beilegen kann und man also ein gerichtliches Verfahren vermeidet. Man gibt also dem Gegner die Gelegenheit, einen Rechtsstreit zu vermeiden, also ein gerichtliches Verfahren zu vermeiden. Und das entlastet die Justiz und erspart natürlich dem Verletzer weitere Kosten, aber natürlich auch mir als Anspruchsteller erspart es viel Aufwand. Denn Streiten lohnt sich nicht immer. Also es ist auch immer sehr viel Zeit es kostet immer sehr viel Zeit und Nerven. Und es ist selten so, dass man durch einen Rechtsstreit reich wird und sehr, sehr, das Konto sich sehr, sehr stark aufbläht. Es ist oft auch eher so, dass man halt durch einen Streit ganz andere Ziele verfolgt. So, wenn der Verletzer nicht reagiert, er keine strafverwehrte Unterlassungserklärung abgibt, ja, dann können wir den Unterlassungsanspruch tatsächlich halt gerichtlich durchsetzen oder müssen ihn gerichtlich durchsetzen. Da haben wir jetzt zwei prinzipielle Möglichkeiten. Eine Hauptsacheklage, das ist die ganz normale Klage, und auch die einstweilige Verfügung. Hauptsache bedeutet eben genau ganz normales Gerichtsverfahren. Ich reiche eine Klage auf Unterlassung gegen diese Person oder gegen dieses Unternehmen ein. Das Gericht stellt die Klage dann dem anderen zu, fordert ihn auf, die Verteidigungsbereitschaft anzuzeigen, dann irgendwann
auf die Klage zu erwidern, dann ist man in dem schriftlichen Vorverfahren. Das heißt, ich kann wieder Stellung nehmen, der Gegner kann wieder Stellung nehmen. Das geht dann ein, zweimal hin und her. Das Gericht terminiert dann eine mündliche Verhandlung, vielleicht in 7, 8 Monaten, je nachdem, bei welchem Gericht man ist. Manchmal dauert es auch noch länger. Und wenn man Glück hat, hat man dann vielleicht nach einem Jahr ein Urteil in erster Instanz. Und wenn dann jemand in Berufung geht, dann geht es wieder weiter und dann hat man vielleicht in 2 Jahren das nächste Urteil. Also bis dann ein rechtskräftiges Urteil gefällt ist, dauert es sehr, sehr lang. Und wir haben das Problem, diese Google-Anzeige ist ja im Netz und täglich verlieren wir vielleicht potenzielle Kunden, weil sie auf diese Anzeige klicken und dann beim Konkurrenten landen. Und wenn wir jetzt erst ein Urteil in 2 Jahren haben, das wir vollstrecken könnten, das wäre ein riesiges Problem. In 2 Jahren haben wir ganz, ganz viele Kunden verloren und das können wir uns nicht leisten. Und deswegen gibt es neben der Hauptsache auch die einstweilige Verfügung, weil eben die Hauptsache so lange dauert. Und immer dann, wenn wir also nachteilige und irreparable Folgen haben, dann haben wir die Möglichkeit oder dann gibt's, das ist dann der Anwendungsbereich für das Verfügungsverfahren. Ich stelle also bei Gericht einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, das nennt man auch Eilantrag, und sage, ich brauche eine vorläufige Entscheidung. Das Gericht prüft dann den materiellen Anspruch, also den Unterlassungsanspruch und den Verfügungsgrund, also die Eilbedürftigkeit summarisch. Das heißt, das Gericht beschäftigt sich vor allem mit dem Unterlassungsanspruch nicht so detailliert wie das Hauptsachegericht. Es gibt keinen Beweis, sondern eine Glaubhaftmachung. Es gibt in der Regel auch nicht einen Beweisaufnahmetermin, wo dann die Zeugen geladen werden, sondern wenn, dann kann man das durch eidesstattliche Versicherungen versichern. Und das Gericht prüft das und erlässt manchmal auch innerhalb von wenigen Stunden, meistens innerhalb von wenigen Tagen, eine vorläufige Regelung. Wenn man Pech hat, also wenn es schlecht läuft, ja, dann erlässt das Gericht einen Beschluss und weist den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zurück. Aber wir leben jetzt hier in diesem fiktiven Fall ja in der guten Welt und das Gericht sieht ganz offensichtlich, ist das eine Rechtsverletzung, der Unterlassungsanspruch, der besteht. Die Abmahnung wurde auch formell korrekt ausgesprochen. Ganz wichtig, habe ich jetzt hier in dieser Folie nicht drinstehen, es geht ja darum, dass das Gericht auch die Eilbedürftigkeit prüft. Wenn ich länger als 1 Monat warte mit dem Antrag auf Erlass der Verfügung, dann sagen die meisten Gerichte, dann ist keine Dringlichkeit mehr gegeben, dann hast du praktisch selbst die Eilbedürftigkeit widerlegt, weil du zu lange abgewartet hast. Es gibt dann noch andere Sachen, die man im Eilverfahren nicht machen darf, zum Beispiel Fristverlängerung bei Gericht beantragen. Das ist ein sehr, sehr hartes und schnelles Verfahren. Ich muss innerhalb von 1 Monat seit Kenntnis von dieser Rechtsverletzung, also seit ich von dieser Google Ads Anzeige Kenntnis erlangt habe, innerhalb 1 Monats muss ich den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zu Gericht bringen. Das heißt, ich muss die Berechtigungsanfrage, wenn ich eine stellen will, mit einer eher kurzen Frist versehen, zum Beispiel 7 Tage, muss dann sehr schnell reagieren mit der Abmahnung, nochmal vielleicht 7 Tage Frist oder 10 Tage Frist gewähren und muss dann auch relativ schnell mich dran machen, diesen Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zu entwerfen, damit ich auf keinen Fall diese Monatsfrist versäume. Habe ich sie schon längst versäumt, habe zu lange gewartet mit allem, dann kann ich mir auch ein bisschen mehr Zeit lassen, weil dann gibt es eh nur noch die Hauptsache. Jetzt sagt das Gericht, ja, hier, ich sehe auf jeden Fall auch eine Rechtsverletzung und eine Eilbedürftigkeit. Wir erlassen eine vorläufige Regelung per Beschluss. Das nennt sich dann die einstweilige Verfügung. Warum vorläufig? Einstweilig, warum vorläufig? Die einstweilige Verfügung ist keine endgültige Regelung. Sie will nur vorläufig regeln, damit ich als Verletzter halt Schutz habe. Damit ich mich vorzeitig dagegen wehren kann. Und nicht 2 Jahre warten muss vielleicht auf ein Hauptsacheurteil. Denn was wichtig ist, dieser Beschluss, also der Erlass der einstweiligen Verfügung, der ist schon vollstreckbar. Das ist ein Titel, den kann ich vollstrecken. Ich muss dann im Wege der Parteizustellung, muss ich dann den Gerichtsvollzieher beauftragen, muss dem Gegner dann diese einstweilige Verfügung zustellen. Damit habe ich sie dann vollzogen. Er hat dann Kenntnis von dieser einstweiligen Verfügung und muss sie dann auch beachten. Wenn dann die Konkurrenz diese Anzeige nicht entfernt,
sich also gegen die einstweilige Verfügung oder sich die einstweilige Verfügung nicht beachtet, dann habe ich die Möglichkeit, bei Gericht halt Ordnungsmittel zu beantragen. Das heißt, das Gericht kann dann zum Beispiel 500 oder 1000 Euro Ordnungsgeld festsetzen, beim nächsten Mal mehr, beim übernächsten Mal wieder deutlich mehr. Also ich habe die Möglichkeit, dann bis zur Ordnungshaft des Geschäftsführers das Ganze durchzuziehen. So, genau, es ist eine vorläufige Regelung. Jederzeit muss ich damit rechnen, dass aber dann der Gegner irgendwann einen Widerspruch einlegt gegen die einstweilige Verfügung und kann dann praktisch dagegen argumentieren. Und es könnte dann dazu führen, dass nach 4, 5 Jahren die einstweilige Verfügung wieder aufgehoben wird oder nach 3 Monaten. Deswegen muss ich entweder dafür sorgen, dass die einstweilige Verfügung einem Hauptsacheurteil gleichgestellt wird. Das funktioniert dann durch ein Abschlussschreiben und eine Abschlusserklärung. Da sagt dann der Anspruchsgegner, ja, ich erkenne das als Hauptsache oder einem Hauptsacheurteil gleichgestellt an. Oder ich gehe in die Hauptsache. Ich starte gleichzeitig ein Hauptsacheverfahren. Das kann ich auch machen. Sogar der Gläubiger könnte mich dazu zwingen, in die Hauptsache zu gehen. Also einstweilige Verfügung nur vorläufig, es sei denn, der Anspruchsgegner, also der Gläubige, der Schuldner erkennt das Ganze als so an, wie wenn es ein Hauptsacheurteil wäre. Genau, was muss der Gegner tun? Ja, der muss dann diese rechtswidrige Google Ads Anzeige natürlich sofort ändern, und das spielt vor allem vielleicht eine Rolle bei anderen Arten von Verletzungen, jetzt nicht unbedingt in dieser Werbeanzeige. Er muss auch nach der Beseitigung proaktiv nach kerngleichen Verstößen im Internet suchen. Sorry für den Tippfehler. Also kerngleiche Verstöße, die halt den Kern der Verletzung ausmachen. Das ist eher bei Google-Anzeigen nicht so relevant, weil die verschwinden ja, sobald ich den Geldhahn zudrehe. Aber wenn ich zum Beispiel einen Blogbeitrag habe und da habe ich eine Rechtsverletzung drin, dann wäre es tatsächlich so, dass selbst wenn ich meine Webseite ändere, dann ist das häufig noch im Google Cache drin und Google zeigt vielleicht den Titel, den rechtsverletzenden Titel der Website nochmal in den Suchergebnissen an. Also muss ich Google auch sofort dazu auffordern, den Titel zu ändern, also praktisch die Seite neu zu crawlen. Wenn Dritte diese rechtsverletzenden Inhalte vielleicht übernommen oder zitiert haben, dann muss ich zumindest das für mich Zumutbare tun, muss auf die Dritten einwirken und muss sagen, hey, ich habe jetzt hier ein Problem, ich bin auf Unterlassung oder ich muss das jetzt unterlassen und ich muss dich jetzt auch dazu auffordern oder ich fordere dich dazu auf, das Ganze zu beseitigen. Und das heißt, ich muss dann darlegen können, dass ich auch das für mich Zumutbare getan habe als Gegner, auch proaktiv nach kerngleichen Verstößen im Internet zu suchen. Nicht das ganze Internet natürlich, sondern gängige Suchmaschinen oder auch mir bekannte Quellen, wie jetzt zum Beispiel eine Website, die mich zitiert. So, jetzt geht es natürlich noch ein bisschen weiter über den Unterlassungsanspruch. Jetzt haben wir diese Anzeige rausbekommen aus dem Netz und jetzt wollen wir noch ein bisschen Geld haben. § 14 Absatz 6 Markengesetz sagt, wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Also, wegen der Nutzung wollen wir Schadenersatz. Jetzt gibt es 3 Möglichkeiten, wie sich dieser Schadenersatz berechnet. Das ist beim Urheberrecht auch so, beim Designrecht auch so, beim Markenrecht so. Es gibt immer 3 Berechnungsmethoden. Es gibt den eigentlichen erlittenen Schaden, also Wiedergutmachung des erlittenen Schadens. Das ist hier bei mir Punkt 2. Der ist nicht so praxisrelevant, weil ich kann oft gar nicht sagen, was ist mein Schaden. Jetzt hat hier der die Werbeanzeige 6 Monate lang so geschaltet oder 4 Wochen lang. Was ist mein Schaden? Ich weiß ja gar nicht, wie viele Kunden sind dadurch jetzt möglicherweise abgesprungen. Schwierig. Dann gibt es die Möglichkeit der Gewinnherausgabe. Welchen Gewinn hat der Konkurrent erzielt durch diese Werbeanzeige? Ja, das kann man natürlich nachvollziehen. Man kann natürlich in bestimmten Systemen tracken, welcher Umsatz auf welche Werbeanzeige zurückzuführen ist. Das Problem ist aber, dazu brauche ich natürlich erstmal die Informationen vom Gegner. Die wird er mir nicht so gerne geben. Müsste ich ihn jetzt verklagen auf Auskunft. Und vielleicht hat er gar nicht viel Gewinn damit gemacht. Also das ist auch eine gewisse Unsicherheit. Und deswegen ist die häufigste Berechnungsmethode die Lizenzanalogie. Wenn ich den Umsatz kenne, könnte ich sagen,
Zum Beispiel einen bestimmten Prozentsatz vom Umsatz möchte ich haben, weil der auf die Marke zurückzuführen ist. Ich könnte aber auch einfach sagen, vernünftige Parteien hätten sich objektiv für die Nutzung dieser Marke in einer Werbeanzeige auf eine bestimmte Pauschalsumme geeinigt. Und das möchte ich jetzt als Lizenzanalogie, also eine fiktive Lizenzsumme. Es gibt verschiedene Methoden oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, nach der Lizenzanalogie zu einem bestimmten Betrag zu kommen. Wie gesagt, das ist also die wichtigste Berechnungsmethode. So, und jetzt kann ich halt diese Lizenzanalogie oder den Schadenersatz auch einklagen. Wie geht das? Ah ja, ich habe es nochmal geschrieben. Das habe ich schon alles erläutert. Wie kann ich den Schadenersatz geltend machen? Natürlich muss ich dann auch wahrscheinlich erstmal außergerichtlich auffordern, mir den Schaden zu ersetzen. Und wenn der Gegner dann sagt, nee, das sehe ich nicht, kriegst du nicht, dann muss ich das Ganze natürlich auch gerichtlich durchziehen. Was wichtig ist, im einstweiligen Verfügungsverfahren, da wäre es natürlich bequem, wenn ich sagen könnte, ja, ich möchte auch gleich meinen Schadenersatz auch mit geltend machen. Aber das geht nicht. Das Verfügungsverfahren, das ist auf den Unterlassungsanspruch beschränkt. Und es will ja tatsächlich einen eilbedürftigen Unterlassungsanspruch vorläufig regeln. Dieser Anspruch auf Schadenersatz ist normalerweise nicht eilbedürftig. Und da bin ich normalerweise auf die Hauptsache beschränkt. Das heißt, selbst wenn ich ein einstweiliges Verfügungsverfahren habe und Unterlassungen verlange, muss ich für den Schadenersatz in die Hauptsache gehen. Und das Gleiche gilt natürlich für die Kosten des Ganzen. Kommen wir gleich dazu. Ich sage immer, so im Markenrecht ist das Ganze so ein bisschen ein Pyrrhus-Sieg. Wenn ich eine Abmahnung ausspreche und die Abmahnung ist berechtigt und der Gegner gibt dann die strafbewährte Unterlassungserklärung ab, dann habe ich nach dem Gesetz einen Ersatzanspruch auf oder in Höhe meiner Abmahnkosten maximal oder nein, in Höhe des Betrags oder der Pauschale, die nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz berechnet wird. Ich habe jetzt meine Tabelle nicht hier. Nehmen wir jetzt irgendwie 100.000 Euro Streitwert oder Gegenstandswert, der jetzt im Markenrecht sehr, sehr üblich ist. Also da fängt es meistens so an, 50.000, 100.000. Dann hat man vielleicht 2.500, 3.000 Euro nach dieser 1,3-fachen Gebühr. Ja, hat man dann praktisch als Pauschale. So, und was ist aber, wenn der Gegner sagt, ja, ich habe jetzt die strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben, aber nicht, weil ich das musste, sondern einfach, weil ich gar keine Lust habe auf Streit. Ich sehe aber eigentlich, also deinen Anspruch, den sehe ich nicht. Ich gebe die Unterlassungserklärung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht ab. Das darf er. Ich zahle dir aber nicht diese Abmahnkosten. Was machst du dann? Ja, dann müsstest du diese Kosten einklagen, also den Anspruch auf Ersatz deiner Abmahnkosten müsstest du einklagen. Nehmen wir mal 2.500 Euro oder 3.000 Euro, da müsste ich jetzt zum Amtsgericht gehen und müsste diese Kosten einklagen. Und ist das wirtschaftlich? Meistens nicht. Manchmal sind auch Abmahnkosten geringer. Ja, dann habe ich das Problem, ich habe einen Anspruch, den ich aber nicht so einfach und so super einfach einklagen kann. Möglicherweise muss ich dann da zum Amtsgericht noch hinfahren, verliere viel Zeit, muss einen Anwalt dazu beauftragen, der das Ganze für mich dann macht. Ist nervig. Das ist also der Grund, warum diese Abmahnerei manchmal gerade im Markenrecht nicht so super lukrativ für das Konto des Verletzten ist, weil er oft seine Abmahnkosten zumindest nicht in voller Höhe wiederbekommt. Manchmal sagt der Gegner, ja du, pass auf, ja, aber nur die Hälfte. 1.250 Euro, die kriegst du. Und dann sagst du natürlich meistens, okay, passt. Ich bin froh, dass ich überhaupt was bekomme, weil sonst müsste ich zu Gericht gehen und lieber nehme ich 1.250 Euro als 2.500 Euro, die ich aber vom Amtsgericht dann einklagen muss. Wenn ich zu Gericht muss, weil der Gegner gar nicht reagiert, dann natürlich, dann kann ich die ganzen Kosten einklagen. Also zumindest in der Hauptsache. Dann kann ich den Unterlassungsanspruch geltend machen, dann kann ich einen Schadenersatzanspruch als weiteren Klageantrag geltend machen, dann kann ich die Abmahnkosten geltend machen. Allerdings muss man wissen, dass man die nicht in voller Höhe bekommt, wenn man also außergerichtlich eine, wie heißt denn die Gebühr, nicht Verfahrensgebühr, sondern Geschäftsgebühr. Die 1,3-fache Geschäftsgebühr muss man dann zu 0,65 anrechnen auf die Verfahrensgebühr. Das heißt, man bekommt sowieso die Abmahnkosten dann
nur zur Hälfte von der Gegenseite erstattet, wenn man sie gerichtlich einklagt. Das heißt, so richtig lukrativ ist es manchmal nicht, dass man sagt, ich bessere mir dadurch meine Haushaltskasse auf und ich bekomme, also viele meinen immer durch diese Abmahnung, da komme ich auf jeden Fall mit einem Plus raus. Also mein Bankkonto ist später besser gefüllt als vorher und das ist manchmal nicht so. Gerade in schwierigen Markenstreitigkeiten muss man natürlich auch, wenn man einen Anwalt beauftragt, vielleicht sogar tiefer in die Tasche greifen, weil es schwierig ist, weil es zeitaufwendig ist, bekommt nur einen Teil davon oder vielleicht sogar gar nichts davon erstattet. Dann muss man einfach wissen, also mit der einstweiligen Verfügung kann man sowieso nicht geltend machen, Abmahnkosten und Schadenersatz. Also muss ich wissen, dass das primäre Ziel einer solchen Maßnahme eigentlich tatsächlich ist, die rechtswidrige Nutzung zu unterbinden und natürlich auch meiner Pflicht als Markeninhaber nachzukommen, die Rechtsverletzungen zu ahnden und den Markt freizuhalten vor Trittbrettfahrern, die meine Marke benutzen, damit meine Marke nicht irgendwann verwässert. Denn wenn ich gegen eine Markennutzung nicht vorgehe, dann verwirke ich auch irgendwann mal mein Recht. Und dann könnte ich irgendwann auch gar nicht mehr dagegen vorgehen. Klar, Risiken habe ich natürlich auch. Mit diesen Chancen in unserem fiktiven Beispielfall, der sehr, sehr klar war, ist es natürlich so, dass es in anderen Fällen oft nicht so klar ist. Wir haben jetzt hier die Doppelidentität gehabt. Der benutzt genau das gleiche Zeichen für genau die gleichen Waren. Aber manchmal ist es so, da ist es halt nur ein ähnliches Zeichen für ähnliche Waren. Und dann ist es schon so ein Grenzfall. Dann habe ich oft schon so eine Wahrscheinlichkeit von vielleicht nur noch 25% oder 50%, dass ich tatsächlich eine Verwechslungsgefahr habe. Und dann muss ich mir gut überlegen, gehe ich dann dagegen vor oder nicht. Und ganz klar ist, wenn der Unterlassungsanspruch dann nicht besteht, weil das Gericht die Klage abweist, dann trage ich natürlich die Kosten des eigenen Anwalts, aber auch bin ich dem Gegner dazu verpflichtet, die ihm entstandenen Kosten zu erstatten. Das kann sein, die außergerichtliche Verteidigung gegen meine unberechtigte Abmahnung, aber dann auch natürlich die ganzen Prozesskosten, also die Verfahrensgebühr, Termingebühr des Gegners, meine Gerichtsgebühr, die ich schon einbezahlt habe, meinen eigenen Anwalt. Also das heißt, da ist man dann locker mal einen fünfstelligen Betrag schnell los und dann ist es doch nichts gewesen. Also Markenrecht ist nicht so eine ganz einfache Sache. Das schnelle Geld kann man damit, glaube ich, nicht machen, wenn man da abmahnt. Es geht eher darum, tatsächlich seine Rechte durchzusetzen. Und das ist das primäre Ziel. So wie man, das habe ich in einem anderen Webinar mal erläutert, wie man beim Markenrecht halt sehr leicht auch gegen andere Rechte verstößt, oft auch unwissend, passiert es aber auch leicht, bei so Rechtsstreitigkeiten irgendwie mal den Kürzeren zu ziehen, weil es halt riskant ist, weil man vielleicht nie 100% weiß, ist die Verwechslungsgefahr jetzt gegeben oder nicht. Ein Gericht könnte das auch mal anders sehen. Super, jetzt sind wir durch. Und jetzt stehe ich noch für Fragen zur Verfügung. Ich glaube, das funktioniert auch eben nur über die Chat-Funktion. Bei dem LinkedIn Live kann man nicht sprechen, aber genau, ich stehe jetzt noch den Fragen offen gegenüber. Die Q&A ist praktisch eröffnet. Gibt es Fragen? Okay, ich sehe keine weiteren Fragen. Gerne, lieber Andrea. Also ich, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen da, ein paar Minuten und wem jetzt noch irgendwas dazu einfällt, der darf natürlich gerne mir Fragen stellen. Wenn es im Nachgang Fragen gibt, dann natürlich auch gerne per Direct Message. Ich würde natürlich die Empfehlung für Vertiefungsliteratur, Kommentare ausgenommen. Also wer da natürlich website-mäßig, blogmäßig brutal stark ist, ist der Niklas Plutte, Kollege. Also der hat sehr, sehr viel, oder hat sich in den letzten 10, 15 Jahren extrem viel Mühe gegeben, ganz viele Aspekte des Markenrechts online auf seinen Blog, auf seine Website halt sehr gut darzustellen. Es gibt, ich versuche durch YouTube-Videos manche Aspekte punktuell halt zu besprechen. So, was ist eine Verwechslungsgefahr? Wie funktioniert eine Markenanmeldung? Wie funktioniert ein Widerspruch? Aber da müsste ich jetzt mal schauen. Fällt mir jetzt gerade im Moment nichts ein, weil ich tatsächlich, ich arbeite immer mit Kommentaren. Da immer diesen dicken Schinken hier. Das ist so mein tägliches Handwerkszeug. Tatsächlich habe auch ich mit meinem früheren Chef, ich habe mit meinem früheren Chef und anderen Kollegen der früheren Kanzlei SNP mal so ein Praxishandbuch
zum Thema, was war das, Produktpiraterie geschrieben. Ah, nee, und genau mit einem anderen Kollegen, Horst Zander, und meinem früheren Chef Peter Lutz, habe ich ein Buch verfasst. Ich glaube, das ist so ein Handbuch gewerblicher Rechtsschutz, ist aber tatsächlich auch schon ziemlich alt jetzt. Kann ich aufgrund des Alters, also 7 Jahre wahrscheinlich oder 6 oder 7 Jahre, nur noch eingeschränkt empfehlen, obwohl das sehr, 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 sehr guten Überblick verschafft, aber auch nicht ins Detail geht. Nee, da muss ich wirklich drüber nachdenken, was da gut ist. Jo. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich für die Teilnahme und hoffe, es hat gefallen und freue mich natürlich auf Empfehlungen und auch auf das nächste Webinar. Da werde ich wahrscheinlich mal diese Thematik Löschungsverfahren Widerspruch angehen. Also nicht, wie wehre ich mich gegen die Benutzung einer Marke vor Gericht und mit einer Abmahnung, sondern wie wehre ich mich gegen eine rechtsverletzende Markenanmeldung oder gegen eine bereits erfolgte Eintragung. Und da ist normalerweise das amtliche Verfahren der richtige Weg, also Löschungsverfahren, Widerspruch. Und das ist wieder eine ganz andere Vorgehensweise. Die Verwechslungsgefahr wird ähnlich oder wird gleich geprüft, aber die Vorgehensweise ist ganz anders, weil da geht es nicht um Unterlassung, sondern geht es tatsächlich um einen Antrag auf Löschung oder Nichteintragung beim Amt. Also, schönen Nachmittag. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.